Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Ja, heute gibt es wieder ein neues Replay, diesmal mit Focke Wolf 190 Modellen, also FB190 Modellen. 10 Kills habe ich gemacht, 3 Flugzeuge verloren, leider. Hier bin ich jetzt im Moment mit der D9 unterwegs, also FB190 D9, wie man sieht. Es lief eigentlich ziemlich cool, auch eine ganz coole Runde eigentlich. Und ich habe es schon oft gehabt, dass irgendwie immer, wenn ich nicht live aufzeichne, oder nicht aufzeichne, ja, habe ich die besseren Matches. Wahrscheinlich liegt's. Und dann denke ich mir so, ey, mach nur noch Replays. Ey, mach nur noch Replays. Wahrscheinlich besser so. Aber hilft ja nichts. So, ich muss ja zusehen. So. Dass ich hier alles richtig in Position bringe, sodass man die Sachen auch mitbekommt. Ich habe leider nicht mehr genau im Kopf, obwohl es erst ein paar Tage her ist, welches Ziel ich wie wo angegriffen habe zuerst, aber wir finden das ja gemeinsam heraus hier. Ich schätze mit Dornier. Ja. Mein Gefühl drückt mich nicht. Es war tatsächlich die Dornier. So, erst ein paar Punkte verdient. Wir wissen ja, wie bestialisch die FB190 ausgestattet sind. Das ging ein bisschen daneben. Aber ich werde ihn mir noch holen. Auch nicht schlecht, ne? Hat eigentlich nur ungefähr eine Viertelsekunde zum Schießen. Zack. Der ist weg. Sky Policeman, stimmt, an den kann ich mir noch einen Weltraum. Luftpolizist, stimmt. Der Kollege war es. Aber ich habe doch ein bisschen was abbekommen, also. Ich habe das oft gehabt, dass ich bei den FW-190ern zuerst irgendwie Beschädigungen am Motor irgendwie erhalte. Aber ist die Schnauze jetzt nicht so groß? Ich meine, okay. Nee, so groß ist sie eigentlich nicht. Ich meine, das finde ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich sagen wollte. Trotzdem ist es irgendwie fast ein bisschen wie so ein Magnet. Ein Kugelfang irgendwie. Sky Policeman ist wieder in the town, in the air. So langsam wie es jetzt anläuft, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich tatsächlich noch irgendwie 9 weitere weggeballert habe. Aber es war so gewesen. Das könnt ihr mir glauben. Wahrscheinlich werde ich mich direkt konzentrieren. Ne, stimmt, ja. Die Erinnerung kommt wieder. Den hatte ich ausgelassen, aber stattdessen wieder die Dornier. Ne, da oben ist auch noch einer. Jetzt sehe ich ihn erstmal. Und hinter mir ist auch noch einer. Hier geht's ab, hier geht's richtig ab. Really ab, hier geht's. Na gut, die FW ist wenigstens noch wendiger als eine Black oder so. Oh shit! Gut, da habe ich den ersten verloren. Immerhin 2 Kills, das war natürlich noch nicht so prickelnd, aber mit anderen Modellen bin ich besser. Schon bunt die Leuchtspur-Munition, muss man mal sagen. Also, da kann man nicht meckern. Fahrzeug verloren, zack. Aufgeklatscht. Weiter zum nächsten. Kann man ja weiter zum nächsten klicken? Das habe ich mir noch nie die Frage gestellt, irgendwie. Ich habe mir noch nie die Frage gestellt. So, das ist vernünftige Grammatik, ja. Das wundert mich etwas. Ah, Sky Policeman. Das klang echt ein bisschen quietsch. Eine Moschito. Der holt sich natürlich an. Der war natürlich sofort weg. Ganz klar. Der ist bei uns noch ganz gut hier. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Oh, Entschuldigung. Ich kann nur sagen, dass die Tschechen hier verhältnismäßig schlecht waren. Wo man denen ja oft auch nachsagt, gerade so Clans, dass sie doch besser sind als jetzt ein Einzelspieler. Wird immer so gesagt, ist so ein Mythos jedenfalls. ME410. Ich glaube, den hole ich mir noch, als ich was zum Rauchen brauchte und rauch den auf hier. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich.
Ist ja interessant, wie viel, wenn man sieht, wie viel ich verballert habe eigentlich. Wirklich, da habe ich mein ganzes Magazin geleert. Aber immerhin, ich habe einen Bomber gerettet. Ich mache das oft auch einfach, ja, weil man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und zwar, ich helfe jemanden, rette ihn und kriege natürlich meinen Kill. Da haben wir also beide was davon. Das war eine knappe Sache. Kill. Hopp. Morgen verloren. Aber ich weiß ganz genau, den habe ich noch eigentlich im abgeschossen sein weggerotzt. Den leider nicht mehr, aber es hätte ja noch klappen können. So leicht kann es kommen. Ich meine, deswegen ist es wirklich schon ratsam, dass man tatsächlich die Flugzeuge komplett zerschießt. Ich mache das auch teilweise noch, wenn ich sehe, dass dann eigentlich schon als abgeschossen geltendes Flugzeug noch weiter schießt. Ja, dann gehe ich da auch noch rauf. Da kriegt man dann halt noch einen Killassist. Ist ja auch nicht so wild, aber die sind halt noch die paar Sekunden gefährlich, bis sie komplett dann eigentlich als verloren gelten. So, 4 Kills haben wir noch vor uns. Ich meine, wenn man sieht, es ist eigentlich ein relativ schnelles und heftiges Spiel, gerade diese Matches. Weil du bist hier wirklich im Cluster unterwegs. Ja. Oder du gehst auf Nummer sicher und bleibst außerhalb des Clusters und versuchst so ein paar Ausscherler abzufangen. Aber wie lange willst du denn damit verbringen? Also irgendwie ist auch ein bisschen Spielspaß mit bei. Klar, ich sag mal so, solange ich weitaus weniger Flugzeuge verliere, als ich abschieße, ist alles in Ordnung für mich, meiner Meinung nach. So, nee, muss man aufpassen. Ich habe auch einen hier, daran kann ich mich noch erinnern, einen habe ich gekillt. Einen meiner eigenen Leute. Tschu. Der war dann doch schon ein bisschen zu weit entfernt. Trotz allem ist es verhältnismäßig gut. Also man muss das ja auch in Relation immer sehen. Was ist das für ein Matchtyp? Wie rasant ist das Match im Allgemeinen? Und so, man kann sich auch nicht ständig raushalten. Es sei denn, man fliegt aus der Karte raus und das ist ja unsinnig, da braucht man ja gar nicht beitreten. So, die war schon weg. Whoop. Muss natürlich auch aufpassen, wie man hier seine Manöver fliegt. Wenn ich zum ersten Mal passiert, dass ich tatsächlich dann wie so ein Sog gehabt habe und dann noch auf den Boden geknallt bin. Weil ich einfach zu tief geflogen bin, sodass ich nicht mehr hochgekommen bin. Und da sehr viel bin. In wenig Worten, wenig Sätzen. So. Sky Policeman. Tut mir eigentlich echt schon fast leid. Aber Flug war echt ein bisschen dämlich. Jetzt, ja, da sieht man es. Hier habe ich einen Kollegen abgeschossen. Mordfriese. Ich habe mich nicht entschuldigt, weil ich ihn nicht im Chat schreiben kann. Oder konnte. Und er muss halt irgendwie mal hinnehmen. Es müssten eigentlich in relativ kurzer Zeit noch 3 Kills kommen. Denn das Match war also schon fast vorbei. Ich glaube, ich mache sogar tatsächlich nochmal einen, obwohl ich abgeschossen war. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müssen wir mal schauen hier eben. Typhoon. Zack. Der ist weg. Da fliegt schon der nächste. Direkt an meinem Gesicht vorbei. Ey, ich konnte echt seinen Pups riechen hier. Weg. Das war eigentlich. Haben da höchstens, schätze ich mal, ein, zwei. Der Projektile getroffen haben, immer komplett zerlegt, das wird bei den 20 mm gewesen sein. So,
So, ein Kill muss noch, ein Kill muss noch. Also der wohl gewesen sein. Das muss er gewesen sein. Das war er auch. So, das war Steve dann primär eigentlich auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Der lasst doch ein Abo, würde mir helfen, tut euch nicht weh. Und ja, ich bin kein Pro-Gamer, ich weiß es, aber manchmal habe ich auch so meine Momente, ne? Und ich hab ganz ordentlich was gebacken. Also nochmal, danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Zocken und bis demnächst. Ciao, ciao.